So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem Waldpark Xenoblade Chronicles X. Wir sind hier gerade auf Nebenaufgabensuche, die in der Nähe sind. Ich habe hier drei, glaube ich, gefunden. Das müsste die sein oder die, eine von den beiden. Und dann hier noch eine obere, hier der Sirene, die Verschollene. Das ist nämlich ein starker Gegner, der irgendwo hier in der Gegend hockt. Und natürlich haben wir keine Chance gegen den, aber wir versuchen unser Bestes. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir die Sondensuche endlich mal abgeschlossen. Warum führst du mich dahinter? Okay, wenn du mich dahinter führst, dann gehe ich da auch hin. Haben hier noch das verschwundene Teammitglied gefunden und mir ist aufgefallen, also diese Aufgaben für Menschen sind viel besser, die wir im Quest-Terminal bekommen, weil ihr habt vielleicht gerade gesehen, wie viel Erfahrung wir immer bekommen. Boah, da ist schon jemand aus unserem Trupp in Level 11. Wir kommen schon jetzt schon Kapitel 11 sein, Mann. Wir sind nicht mal in Kapitel 4. Egal. Okay, an dem machen wir einen kleinen Bogen. Coole Idee, glaube ich. Wir versuchen jetzt erstmal hier. Schauen jetzt uns erstmal diesen Gegner hier an, ob wir eine geringe Chance gegen den haben. Und wenn nicht, dann erkunden wir halt hier weiter noch die Region. Wir müssen jetzt zum einen die Region erkunden. Und zum anderen. Das ist der Level 13er hier, oder? Okay. Ja, theoretisch. Sorry, ich will dich nichts, okay? Ich will dir nichts tun. Ja, das ist dann schon der Scheiße. Okay. Wollen wir's? Wagen wir's. Okay. So, okay. Er ist zwar Level 13 und damit sogar auf unserem Level, aber er ist halt einer von den ätzenden Gegnern. Aus Quickchen hier, wieder King, Mann. So. Leute, die Musik. Leute, der Soundtrack, woraus könnte er stammen? Es macht ja Sinn, wenn man hier schon den Komponisten auch hat. Aber Leute, der Soundtrack könnte 1:1 aus Attack on Titan stammen. Der ist doch sogar aus Attack on Titan, oder? Bilde ich mir das gerade ein. Ja, wir haben keine Chance gegen das Monstrum hier. Ja, wir machen auch so krass wenig Schaden. Komm schon, schaut euch mal, wie wenig Schaden wir hier machen. Der war super. So, komm, wir müssen Leben regenerieren. Komm. Es ist ganz schlicht, sieht's aus, Mann. Wir werden zwar sterben, aber die Musik ist großartig. So, wir müssen in den Nahkampf hier gehen, unbedingt. Ey, Mann! Ach so, die Attacke. Das war noch nicht aufgeladen, das habe ich nicht gesehen. Okay, gehst du jetzt auf mich? Das wäre richtig ätzend von dir. Ja, geil, er tritt einfach auf mich drauf. Komm. Ja, Leute, wenn wir das schaffen, das wäre echt mal unser größter Erfolg in diesem Spiel. War der hinter mir? Ach so, das war nur seine Schnauze. Der ist halt die Schnauze selbst, du groß, Mann. Ja, okay, das war unser Tod jetzt, oder? Lin ist eh gleich down. So, Duck hat wieder ein bisschen Leben. Oh nein, jetzt habe ich meinen guten Move verschwendet, obwohl er umgekippt ist. Okay, da haben eigentlich wieder alle ein bisschen Leben regeneriert, aber ich habe fast keinen Angriffspunkt. Oh, der war Superman. Bitte, wir müssen es schaffen. Mein Gott, ist der Soundtrack geil! Leute! Also, okay, habe ich gesagt, dass der Soundtrack nicht so cool ist wie der in Xenoblade? Er hat zwar nicht dieses Epische, was der Xenoblade, der erste Soundtrack hat, aber Leute, mir gefällt der gerade trotzdem um einiges noch besser. Eben weil es halt Attack on Titan ist und Attack on Titan halt verdammt nochmal einen der besten Anime-Soundtracks überhaupt hat. Nee. Schusswaffen machen mir halt so krass wenig Schaden. Bitte kann ich mal einer auf euch. Bitte geh halt nicht auf mich, Mann. Bitte. Komm. Jetzt. Der war's, Mann. Duck ist down. Komm, Elmer. Wir schaffen das. Ja! Und jetzt! Zack! Komm schon, ein Hieb, Mann! Ja! Komm! Ausgewichen, oder? Komm! Elmer!
die verschollene Ed besiegt, Mann. Aha. Hammergeil. Hammergeil. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen. Wie motivierend einfach der Soundtrack ist. Es ist echt... Mann, Leute, das ist wirklich der Attack on Titan, der verdammte Soundtrack, Mann. Ich weiß gar nicht mal, Hironoku Sawano oder so heißt der Komponist vom Attack on Titan Soundtrack. Und wie er schon am Anfang des Let's Plays gesagt hier, das ist der Komponist ebenfalls von Attack on Titan, Shingeki no Kujun hier, einen der krassesten, besten, over-the-top-notch-Anime. Oh, der ist ja Level 19, fällt mir gerade auf. Ich dachte mir gerade Level 9. Okay, das macht... Nein, das ist schon wieder so ein Hase, Mann. Oh nein, er wird uns schon wieder vernichten hier. Ich wollte nochmal sagen, Attack on Titan, ein, zwei Worte. Nicht nur visuell eine der vielleicht der schönste Anime überhaupt, auch storytechnisch eines der großartigsten Dinger, die ich jemals gesehen habe. Wenn es mehrmals 25 Episoden gibt, dann würde ich auch mal sagen, dass es mal der beste Anime überhaupt ist. Ich meine, Leute, jeder, der da nicht an so einigen Episoden saß und gemacht hat, der hat eh kein Gefühl. So, seid ihr alle so auf so einem Level? Ja, ach so, das sind die, die uns beim letzten Mal getötet haben. Diese aggressiven Hasen hier. Der Maxi ist aber blöd. Weil der Maxi blöd ist, geht er hier noch weiter auf die... Verfehl. Eiskalt. Schau, Leute. Sonst ein Hase besiegt hat, das war die längste Zeit, Mann. Nun bin ich der Hasentöter, Schafstöter. Oh nein, es gab uns zwei. Okay, das macht die Sache schwer. Jetzt greifen uns drei. Ich weiß nicht, ich habe euch doch gesagt, dass ihr alle den angreifen sollt. Warum stellt ihr euch so hin, dass euch alle angreifen? Okay. Okay, ich will nur noch einen besiegen, dann kann man abhauen, okay? Aber machen wir die gerade platt oder bilde ich mir das ein? Ich bilde es mir definitiv ein, ja, weil Doug schon wieder halb down ist. Okay, der ist schon noch Level 18, Mann. Das ist ja schon fast easy. So, wer ist tot? Lin ist tot, okay. Bam, Flame Grenade! Wir müssen, wie gesagt, die Klinge hier upgraden. Das ist unser bester Move eigentlich. Komm. Zack. Als ob ich mich vor ein paar Schafen hier... Oh, okay, ich lass mich vor ein paar Schafen besiegen. Scheinbar schon. Ich kann ihn nicht heilen, tut mir leid. Ich kann mich aber selbst heilen. Ich kann den hier machen. Okay. Ich hab mich für eine andere Option entschlossen. Jeder für sich selbst. Ich werde von den Schafen besiegt, Mann. Das ist deprimierend. Weil die auch so stark sind. Verdammte fiese Schafe. So. Okay. Gut. Eine Aufgabe haben wir damit schon mal geschafft. Dann würde ich sagen, wählen wir gleich mal die nächste auf. Die andere war noch ein bisschen ab, weil wir werden dann auch mal die andere Seite hier uns anschauen müssen. Ich glaube, Roderick der Flitzer war das. Da schaue ich gerade auf die Karte. Ja, das ist da, wo der eine Knotenpunkt ist. Ich sehe hier sogar noch einen Knotenpunkt, den wir gar nicht erkundet haben, was natürlich ganz blöd ist. Das heißt, wir werden... Oh, ich hüpfe jetzt gerade genau hin, wo diese Spinnenviecher sind. Da muss ich schnell weglaufen. Also, wir laufen jetzt dahin, wo diese Phobe, wo wir das erste Mal gegen die gekämpft haben. Und dort haben wir einen Knotenpunkt noch gar nicht aktiviert. Den muss ich wohl übersehen haben. Und dort sollte auch dann hier wieder eine schöne Quest sein. So, oh, das sind wieder meine Freunde. Meine Eva los hier. Er greift mich hier an. Hä? Hieß es nicht, dass mir jemand angreift? Ach so, das ist das Geräusch, was kommt, wenn ich die angreife, oder? Okay. Gut. Zack. Mit denen legen wir uns wieder an. Ganz entspannt hier. Zack. Komm, mein kleiner Evalo. Abwehrhaltung erstmal hier. Ich glaube, wir haben uns echt eine gute... Wir haben uns halt eine schöne Einsteigerklasse ausgesucht. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie eine Profiklasse ausgesucht, mit der wir halt nur schießen können. Wir haben uns ja wirklich so einen gleichzeitig sehr offensiven, gleichzeitig aber auch sehr schönen defensiven Charakter ausgewählt, der halt wirklich alles drauf hat. Das ist sehr gut für meinen Stil und für meinen Anfänger-Skill. So. Bam, 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 bam. So. Komm, hau drauf. Machen zwar immer nur alle 10 Minuten einen Schlag, aber der Schlag sitzt dann auch verdammt nochmal. So, Level 16. Oh, wir sind ja auch gleich Level 14.
Okay, gleich ist übertrieben. Aber wir sind auf einem guten Pfad hier. Ich muss jetzt... Oh, schade. Ach, während den Kämpfen wird ja immer die Karte ausgeblendet. Das ist schade, weil mich würde gerade interessieren, wie viel von der Region wir schon erkundet haben. So. Bam! So. Anvisieren und dann zack. Dann haben wir den hier nochmal raus. Zack. Ach, Leute. Kein Ding, Mann. Diese Evilos sind halt echt schwach, Mann. Ist halt einfach so. Oh, schlechtes Wetter. Okay, bin dabei. Aua. Ich muss meine Abwehrhaltung kaputt gemacht. So, ich muss mal ein bisschen... Warte mal. Technik wählen, will ich gar nicht. Wie kann ich nochmal rauszoomen? Oh, Leute, zu viele Tasten. Da. Ich kann nicht zoomen. Jetzt geht's. Okay. So, ein bisschen will ich nämlich rauszoomen. Ah, Level 13, Mann. Geschenkt. Geschenkt ist hier der Evalu hier. Zack, 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 zack. Oh, schau dich mal Dax Klinge an, Mann. Dax ist zu überpowered, Mann. Er ist so Level 18, Mann. Aber trotzdem stirbt er immer als erstes. Ja, ist auch immer an der Front hier. Oh, vorbei. Ein, zwei Worte zu Attack on Titan. Wie gesagt, weil das halt irgendwie auch hier verbunden ist, finde ich ein bisschen mit Attack on Titan. Mit Xenoblade eben. Vom Soundtrack halt her wirklich her. Es sind beides großartige Sachen hier, die man eigentlich nur lieben muss. Attack on Titan noch ein Stückchen mehr, weil Attack on Titan großartig ist. Ich will jetzt nicht zu Attack on Titan an sich reingehen. Ist halt ein Anime, ist halt Walking Dead irgendwie auf Japanisch. Hey Leute, das habe ich von Anfang an gesagt, das ist und das stand dann als Werbespruch stand es auf dem ersten Manga. Wollte ich nur sagen. Also ich glaube, da wurde ich zitiert. Wollte ich nochmal angesprochen haben. So, zumindest Attack on Titan ist, wie gesagt, also ein bisschen düster. Aber nichtsdestotrotz, es hat einen großartigen Soundtrack, der... Von, also der wirklich so, ich sag jetzt mal ungewöhnlich halt schon wieder so ist, weil es halt natürlich auch viele von so ganz normalen Soundtrack-Stücken haben, halt ohne Text, ohne halt so, aber es hat auch so verdammt viele vertonte Lieder. Und da sind so Rocklieder, da sind so richtige schön poppige J-Pop-Lieder, also alles mögliche ist da drin und das hat mir auch, deswegen gefällt mir auch der Soundtrack so gut, weil er halt, ich sag jetzt mal auch, wenn der One Piece Soundtrack oder Fairy Tail besonders natürlich noch, also ich würde sagen, mit einem Level auf Fairy Tail fast ist, weil er halt immer, ich sag jetzt mal, was sowas Ungewöhnliches hat. Und ich finde, man hört ja auch wirklich, also als ich mir die Trailer angeschaut habe, da ist mir sofort aufgefallen, hey, das kenne ich doch. Das kenne ich doch ganz sicher her. Und dann ist mir halt wirklich, habe ich mal geschaut und das ist halt dann wirklich der Komponist von Attack on Titan. Das ist halt schon awesome irgendwie. Zack, Untersuchung erfolgreich, sehr schön. Oh, Karte! Warte mal. Kannst du mir zeigen, wie viel ich schon erkundet habe? Nicht, oder? Doch, hier. Prima Leute, 7,1. Oh, Leute, die Hälfte haben wir jetzt schon erkundet. Und wir gehen dann noch auf die andere Region. Bis jetzt waren wir ja immer in dem Bezirk, wo wir ja von Anfang an immer rumgelaufen sind. Aber irgendwann gehen wir auch immer auf die andere Seite. Okay, die sind schon ein bisschen stärker. Den sollen wir uns nicht anlegen. Was ist da? Level 11er. Und es ist ein Special-Gegner. Und, oh, ach so, das ist sogar unsere Quest. Ja, wie awesome. How awesome is that, baby? So, wir müssen noch schauen. Kümmern wir uns erst um den Kleinen oder greifen wir gleich den Großen an? Oh, es sind ja mehrere Räder. Und da kommt wieder dieser Hammer-Sound. So, wir kümmern uns erst um Roderick und dann müssen wir uns um den anderen kümmern. Bitte alle auf einen. Sehr gut. Zack, und da fliegt er auf die Nase. Sehr schön gemacht. Abwehrhaltung. It was like another dream. Wenn wir hier noch weiter... Dieses Soundtrack-Stück, was hier läuft, das erinnert mich so an diesen Soundtrack hier, wenn Levi das erste Mal kommt, hier aus Attack on Titan, und dann erstmal so die Titanen abschlossen, dieses... Genau das ist doch eins zu eins dieses Soundtrack-Stück. Bam, 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 bam. So, und dann hier nochmal den hier hinterher und... Boah, Leute, was war das für eine Attacke, Mann? Was war das für eine Attacke? Das hat alle umgehauen hier. Awesome. Zack. Und mich erinnert an dieses Soundtrack schon. Überhaupt viele Soundtrack-Stücke. Dieses normale Attack on Titan Main-Theme, dieses... irgendwie, ach, ich kann das nicht lassen. So geil.
Da haben wir gerade wunderschön hier gehört, wie geil der Soundtrack von Xenoblade ist. Ich muss ja mal sagen, auch wenn diese epischen Lieder aus dem ersten Xenoblade mir so gut gefallen haben, muss ich wirklich sagen, aktuell überzeugt mich fast der Soundtrack noch mehr. Einfach weil es halt Attack on Titan ist. Wenn ich Attack on Titan Season 2 brauche. Ich will sie nicht, ich brauche sie. Kann ich ja immer noch nicht erzählen, dass echt immer noch nicht hier die zweite Season mal endlich kommt. So, Level 14 noch von meinem Lieblingsgegner. Lapix. So, Abwehrhaltung. Oh nein, sorry, ich wollte die Abwehrhaltung erstmal. Bei dem müssen wir unbedingt Nahkampfangriffe machen, weil alles andere bringt es bei dem nicht. Fernkampf macht so wenig Schaden. Zack. Und bam, 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 bam. Ihr seht, schön, schön war der. Gott, haben wir schon Hälfte des Lebens abgezogen. Und... Haha! Ich hab genau hinterher und ausgewichen. Sehr cool. So, der war gut. Und dann wieder hier den. Die Konterklinge, die lädt sich auch immer so schön auf. Zack. Elmar, wir managen das doch, oder? Komm, wir brauchen den Rest der Party. Sehr gut. Und wir sind Level 14. Oder Elmas Level 14. Sind wir auch Level 14? Ja. So stelle ich mir das vor, Mann. Ach Leute, ich weiß nicht. Mich motiviert der Soundtrack einfach allein schon hier immer die großen Kolosse anzugreifen, auch wenn es eigentlich voll dumm ist. Aber egal. Bam! Wie gesagt, zum einen brauchen wir jetzt die Erfahrung und zum anderen will ich einfach den awesome Soundtrack hören, Mann. So. Zack. Aber wie gesagt, es hört sich halt wirklich 1:1, finde ich, an wie der Attack on Titan Soundtrack. Also in teilweise halt. Dieses normale Main-Theme läuft hier die ganze Zeit im Hintergrund und das ist wirklich, könnte wirklich aus Attack on Titan stammen. Also, und wie gesagt, auch dieses Theme, was immer kommt, wenn man hier starke Gegner angreift, großartig. Einfach verdammt nochmal großartig ist das. Zack. Anvisieren wir mal hier die Schnauze von ihm. Ey, komm mal auf mir. Okay? Zack. Oh, da taumelt der. Und jetzt komm, Elmar. Kritischer Treffer hier, würde ich mal sagen. Ein bisschen hier auf die Beine schießen. Nochmal den hier hinterherhauen. Und dann beenden wir es, oder? Dankeschön, Jungs und Mädels. War wieder ein schöner Kampf mit euch. So, geschafft ist geschafft. Wenn ihr euch gerade wundert, wo ich gerade nochmal hingehe. Eine Region, wo wir zwar schon waren, aber dort vorne gibt es noch eine Sonde. Und ich muss gerade schauen, es ist natürlich gut möglich, dass diese Sonde da in dieser Region war, wo diese Vögel waren, die zu stark für uns waren. Das ist gut möglich. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann will ich unbedingt hier die Sonde noch aktivieren. So. Gut. Gut. Da fällt mir ein, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ist schon eine Weile her, als wir diese Szene hatten, wo Elmar und... uns hier gesagt hat, was wir tun müssen, also was unsere Pflichten hier sind und was wir unbedingt erfüllen müssen, eben hier die Kapseln finden und hier die bösen Monster besiegen. Da kam auch so ein fantastischer Soundtrack. Das hat mir auch so an Attack on Titan erinnert. Eigentlich ist alles Attack on Titan hier. So, es ist gar nicht mehr weit zu der nächsten Sonde. Achso, jetzt kommt dieses ätzende Blumenfeld wieder. Okay, dann nehmen wir hier den Schleichweg. So, wir sind gleich da. Befürchte wirklich fast, dass das der... Aber ich habe die Sonde doch aktiviert. Ach so, ich habe die Sonde aktiviert, aber ich habe sie nicht weiter ausgebaut. Das ist natürlich gut möglich. Und hier ging er kommen, dann hau ich einfach ab. Nein. Das sind hier übrigens dieses Blitzzeichen. Ich weiß zwar nicht genau, was das heißt, aber ich denke mal, das ist das Zeichen dafür, dass Gegner hörempfindlich sind. Es gibt ja Gegner, die uns sehen können. Und es gibt, so wie es aussieht, auch hier wieder Gegner, die uns nur... die uns halt eben nur hören können. Also, wenn wir halt laut an denen vorbeilaufen oder so, aber halt nicht so wie die anderen Gegner, die uns immer eigentlich im Endeffekt sehen, auch wenn wir 10 Meter vor ihnen stehen, die würden uns jetzt halt nur sehen, wenn wir neben ihnen direkt sein würden. Nur mal wieder so ein kleiner Exkurs. So, den Level 2 Schatz, den holen wir uns auch gleich mal. Und dann will ich hier unbedingt zu der Sonde gehen. Ich sehe hier noch ganz viele andere Sonden. Boah, wir haben ja noch nicht mal ansatzweise hier die Sonden erkundet. Da gibt es noch so massig viele. Ich denke, da warten dann auch noch ein paar schöne, starke Gegner auf uns, die uns schöne Erfahrungen bieten. Und was mir gerade hier positiv auffällt, ich habe das Gefühl, dass hier Gegner nachspawnen nicht ganz so schlimm ist in dem Spiel.
So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eigentlich hier hätte hingehen müssen, um die Sonde abzugraden. Aber das ist mir wurscht, weil gleich darüber ist schon eine weitere Sonde. So, hier machen wir jetzt eine Forschungssonde mal, oder? Die Posa, was macht das nochmal? Erhöht die Miranum-Kapazität um 3000. Die Kapazität kann weiter gesteigert werden. Ja, aber das kostet mich auch 5000. Dann nehme ich erstmal hier eine Forschungssonde. So. Zack, und dann gehen wir hier nach oben. Denn wenn wir hier in die Richtung gehen, das sollte uns dann schon eine Sonde erwarten, die wir nicht kennen. Und das ist natürlich cool, weil die Region haben wir noch nicht erkundet. Und so erkunden, schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche, da wir hier dann auch mehr von hier dem Kontinent erkunden. Und das müssen wir unbedingt machen. Wir sind jetzt Level 14 und wie gesagt, ein Level will ich mindestens noch haben, bis wir beim nächsten, bevor wir mit dem nächsten Akt starten. Das ist meine Voraussetzung. Aber danach... ploppt nicht so blöd her. Und danach werden wir uns ja nochmal die andere Seite, also auf der anderen Seite von New Los Angeles mal rausgehen und schauen, was uns da erkundet. Also zwei Sonden sind ja ziemlich in der Nähe, die werden wir uns jetzt erstmal holen. Und danach werden wir mal schauen, was wir machen können. So. Zack. Schöne Items einsammeln. Oh, ich hätte ja so Lust, gegen so einen Koloss mal zu kämpfen. Aber es ist natürlich Selbstmord. So, und hier sollte die Sonde sein. Ja, ist doch eigentlich auf einem guten Level hier für uns. Für Level 14 ist er doch perfekt. So, genau so stelle ich mir mein Level vor. Level 14, zack, das hat ganz schön viel gut positive Statusänderung. Konditionen und sowas sind das, also sind diese positive, nicht negative. Finde ich gar nicht gut. Hauen wir mal hier ein bisschen mit unserem Schwert drauf, komm. Oh, bitte greift der andere mich nicht an. Oh, alles verfehlt? The hell? So. Gut, damit haben wir schon wieder den ersten Balken voll. Fehlen uns nur noch knapp 20, gefühlt 30. Also im Endeffekt sind wir jetzt aber auf einem guten Weg zu hier, gleich zu dem nächsten Knotenpunkt. Weil wir wissen ja, diese Knotenpunkte sind wichtig dafür, dass wir die einsammeln. Ich würde mir fast nur noch wünschen, dass diese Knotenpunkte noch irgendwie wie diese Türme fungieren in Assassin's Creed. Gibt es ja natürlich auch hier diese, diese Synchronisationspunkte eben. Dass vielleicht noch irgendwie so, keine Ahnung halt, Events oder Locations halt immer noch gleich mal ein bisschen deutlicher angezeigt werden in dem Segment. Aber dafür gibt es halt viel zu viele Sonden. Also ich meine, ich sehe dann, wenn der Kampf vorbei ist, sehe ich hier gefühlt wieder 100 Sonden, von denen wir 4 oder so bis jetzt, erforscht haben. So. Down! Komm, okay. Keine Items? Keine Items. Schade. So, hier irgendwo sollte die nächste Sonde sein. Wir sind eigentlich direkt da. Okay. Boah, liegen hier viele Items rum. Wo bin ich denn hier? Im Schlaraffenland oder so? Haha. Ein heißes Früchtchen, oder? Mann. Super. Cooles Item. So, mit denen legen wir uns lieber nicht an. Aber die Items schnappe ich mir ja trotzdem. Ich habe wirklich Angst, dass wir mal bei so einem Tag- und Nachtwechsel stehen und dann die Gegner einfach so einfach direkt so auf uns drauf spawnen. So, das wäre schon echt unfair. Aber kann passieren. Also immer zwischen so 6 und 8 und zwischen so 20 und 22 sollte man sich eigentlich immer irgendwo in New Los Angeles bewegen. Sonst ploppt da einfach mal so ein Gegner auf einen drauf und man ist instant. Ach, da hinten ist jetzt diese... Was? Das wird mir von der Map aber ganz anders angezeigt. Obwohl, nein, ist ja gar nicht weit weg. Da müssen wir einfach nur hier hintergehen. Der ist es ja kein Gegner, der uns angreift. Solange es kein Tyrann ist. Level 27. So, zack. Der Jump sieht einfach so cool aus. So, und da ist dann schon direkt die nächste Sonde. Bitte stehen da keine allzu starken Gegner davor. So, wenn wir es gleich sehen. So, ich habe ja gerade Angst. Ah, sieht gut aus. Kein Gegner, bitte. Juhu! Okay, das ist super. So, Knotenpunkt 120. Was? Ach komm. Das ist doch ätzend. Okay, gut. Dann ist es schon mal blöd. Dann würde ich sagen, was machen wir denn nun? Also, wir gehen ganz kurz hier nochmal in unser Questboard. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach New Los Angeles jetzt mal wieder. Wir werden jetzt erstmal hier zurückgehen müssen. Wenn ich wüsste, wie ich mich da hinporten kann. Warte, da muss ich auf die ganze Map gehen. Dann muss ich hier auf das, nicht auf das Blake-Quartier, auf den Verwaltungsbezirk gehen.
Und dann kann ich mir hier hinporten. Nein. Nein. Arena ist da aufzufinden. Nein, ich suche gerade hier den Platz. Hier, genau da muss ich mich importen. Okay. Bin ich doch wieder am Blade-Sammelpunkt. Na egal. Und da gehen wir jetzt kurz zu Chrissy und geben hier die eine Quest ab. Wir schauen gleich nochmal im Questboard. Wir nehmen alles an, was es hier in Primadoria zu tun gibt. Weil wir halt, wie gesagt, einmal erkunden. Wir müssen eh, also wir müssen eh durch die ganze Region laufen und uns hier Quests holen. Und zum anderen, ja, können wir die dann, wie gesagt, eh nebenbei dann immer erfüllen. Auf der anderen Seite, also so gut wie alle Quests, die wir erfüllen, die halt keine von diesen blöden Sammle 20 von denen Dingern ist, haben wir Quests, die eben in der anderen Region stattfinden. Also auf der anderen Seite von New Los Angeles, so. Die Installation ist abgeschlossen. Und zack, an den Knotenpunkten arbeiten jetzt Fördersonden. Perfekt. Du lernst schnell. Vermutlich sieht Nagi deshalb Potenzial in dir. Kein Ding, weil ich bin der King einfach, ja. Ja, nee, ist klar. Ist die Aussicht schön, da oben von deinem hohen Ross? Ja, ich kann deinen Ausschnitt sehen. Nein. Na, jedenfalls, versuche später mal auf einem Com-Gerät in den Frontenav zu wechseln. Dann solltest du drei Knotenpunkte sehen, die rot umrandet, durch ihn verbunden sind. Das ist eine Dreierkette, was bedeutet, dass der Effekt jeder dieser Sonden um 30% verstärkt ist. Wenn du jetzt beispielsweise 5 benachbarte Knotenpunkte mit den gleichen Sonden ausstattest, wird der Effekt um 50% stärker. Ein 8er Knotenpunkt mit 80% und so weiter und so fort. Je mehr typengleiche Sonden in benachbarten Knotenpunkten zusammenwirken, desto besser wird das Frontenav und umso leichter wird deine Arbeit. Kompliziert? Nicht kompliziert. Hast du verstanden, worauf ich hinaus will? Ja. Ziemlich simpel einfach. Gelehrige Schüler habe ich gern. So, und damit wären wir auch schon am Ende des ersten Auftrages angekommen. Als Belohnung schenke ich dir eine Forschungssonde, dass du mir nachher nicht herumerzählst. Ich bin geizig. Gratis bekommst du von mir gleich auch noch einen weiteren Auftrag, inklusive hilfreicher Erläuterung. Wir machen es so wie beim letzten Mal. Ich zeige dir einen neuen Frontenauf-Knotenpunkt. Du machst ihn ausfindig und installierst vor Ort die Datensonde. Dann nimmst du dein Com-Gerät und rüstest die Datensonde auf. Und zwar diesmal zu einer Forschungssonde. Oh. Wo wir schon gleich dabei bist, kannst du direkt noch einen Geheimpunkt ansehen, der in derselben Gegend befinden soll. Die Steinkesselhöhle. Viel Glück! Ach, schade, ich dachte, ich habe jetzt die Mission gleich abgeschlossen. Naja, dann gibt es später mal Erfahrungspunkte. So, wir werden jetzt ganz kurz hier nochmal beim nächsten Mal schauen, ob wir neue Quests haben. Danach werden wir hier schon, was ist denn das? Da müssen wir die Quests auswählen. Das machen wir beim nächsten Mal. Denn nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal kümmern wir uns um das ganze organisatorische Zeug. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.